so, liebe Hitler, du. Mann. Und los geht's auf die Alm. Jetzt sind wir auf der Maiga-Kuh anan. Quasi in der Sackgasse angelangt. Jetzt müssen wir da 100 Meter zurück runter und dann geht's links weg und dann hoffen wir, dass wir irgendwo noch mal ein freies Gelände haben, dass wir mal aufsehen. Auch. Ricovero Pischiutta al Monte Quarnam, altitudine 1320 metri, è stato rifatto, rimodernato circa un anno fa dal CAI, dal gruppo degli amanti della montagna di Gemona e di Gemona del Friuli. Libero, si può entrare, si può addirittura accendere il fuoco, dentro c'è anche la possibilità di sopravvivere per uno che non abbia da mangiare, perché c'è pasta, si accende il fuoco. Per la legna bisogna arrangiarsi nei boschi vicini, in nächste, come si dice in tedesco, bosco, Wand. Wald, bosco. Ah, bosco. Wald. Ecco. Ed è molto, ma molto bello. Wir sind sehr contenti, glücklich, dass viele Leute von Österreich kommen zu besuchen. Da. Bravo, grazie mille. Grazie. Thank you.
Natürlich. Sehr geil. Die Auffahrt hat in Ospedaletto, unweit von Gemona del Friuli, begonnen und wir sind zunächst die unzähligen Serpentinen des regulären Almwegs bis zur Kuanan-Alm hochgefahren. Von dort noch einmal weiter bis zum Ende des befestigten Wegs. Ab dort einige Tragepassagen vorbei an der Schutzhütte bis zum Gipfel des Kuanan. Jetzt biegt Kurt ab auf dem Villeneuve Downhill. Villeneuve Downhill. Wir sind jetzt dann auf 900 circa und jetzt geht's runter Richtung Gemona.
Es war jetzt eine Zugabe noch, hätte ich gesagt. Am Anfang haben wir nicht gewusst, fahren wir noch rauf oder fahren wir nicht, aber es ist ein total schöner Platz hier oben. Sehr idyllisch. Und jetzt wenn wir zurück und auf der rechten Talseite, also wir sind jetzt, wenn wir Richtung Cemona schaut, auf der linken Talseite raufkommen und jetzt fahren wir da auf der rechten Talseite irgendwie runter. Und dann schauen, ob wir dann Trail erwischen oder ob wir noch einen Weg fahren. Aber jetzt geht's bergab, Kurt. Schöner Tag war's, allemal. Ja, sehr cooler Berg, absolut zum Weiterempfehlen. Und trotz des Radl am Gipfel, es zahlt sich aus. Kurnan-Gipfel bis zur Straße erfolgt über freies Gelände vorbei an der Schutzhütte. Bis zur Kreuzung mit dem Weg 717 wählten wir wieder die Almstraße. Auf Höhe von 932 Metern bogen wir in den Weg 717, den sogenannten Villeneuve-Trail, ein. Am Ende des Trails führte ein kleiner Gegenanstieg zur Kirche St. Agnese und zum gleichnamigen Sattel. Über eine alte Militärstraße kamen wir wieder zum Ausgangspunkt zurück.